Wir waren halt wieder den ganzen Tag der Kur auf der Spur. Max, was haben wir alles gemacht? Wir haben Milch ausgeliefert. Wir haben Kaffee getrunken. Brutal viel Kaffee getrunken. Was noch? Bei der Tortenfee war mein Alling. Genau. Aber schaut es euch einfach von vorne an. Max, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Bist du der Rufmax? Ich bin der Rufmax, ja. Gut, ja, schön. Grüß dich. Bist du live genauso nett wie am Telefon, oder? Meistens, ja. Gut, 6 in der Früh in Mammendorf. In Mammendorf, Für die eigentlich keine Zeit, oder? Nein. Nicht? Wann geht's denn los? Wir starten meistens in der Früh 3:30, 4:00. Und wir starten im Zentrum in München und arbeiten uns von innen nach außen. Weil du natürlich Berchtesgadener Landmilch an den Mann und an die Frau und ans Kind bringst, gell? So ist es, ja. Ja, genau. Und wer ist unser erster Kunde? Das ist die Firma Rischert in Oh, München. gar nicht so klein, oder? Nein, das ist die größte Konditorei in München. So, schauen wir uns gleich an. Gehen wir mal rein. Geh du mal vor, das schaut so komisch aus. Schönen guten Morgen. Hallo. Grüß dich. Na, alles gut? Danke, ja. Wie geht's? Guten Morgen, Frau Preußer. Hallo. Ich richte jetzt einmal in Ruhe alles her und dann. Dabei kann ich mit der Frau Preußer ein bisschen ratschen. Genau. Wie schade, das ist natürlich ein Name in München. Absolut. Gell? Muss man schon sagen. Tradition. 140 Jahre hat man dieses Jahr im Mai. Ah, wie viele Filialen sind das? Aktuell haben wir 19 Filialen. 19 Filialen nur in München? Nur in München, direkt in der Innenstadt. Wir sind ein Familienbetrieb, durch und durch. Also wir halten alle zusammen und auch unsere Teams sind lauter kleine Familien, die in Summe eine große Familie ergeben. Ist ähnlich wie beim Rufmax. So ähnlich wie beim Rufmax. Ein gutes Vertrauensverhältnis, oder? Absolut. Das ist eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis seit vielen Jahren. Okay. Und just jener Rufmax bringt ja Berchtesgadener Landmilch. Ja, ja, die beste. Die beste tatsächlich? Ja, doch. Wirklich, das sagen Sie nicht nur so? Nee, das sind wir absolut überzeugt. Ja. Also wir nutzen ja für unsere Produkte ausschließlich von BGL die Biomilch, egal ob es in der Produktion ist oder in unseren Verkaufsfilialen. Cappuccino ist der Verkaufsschlager. Ja. Also dafür brauchen wir es auf jeden Fall. Ein Teil Ihres Geheimrezepts. Absolut. Herr Max, da bist du ja wieder. Das ist eh die Haltbare, da kann man sich ja Zeit lassen. Ja, genau. Darf er dem mit Max da noch einen Kaffee trinken? Ja, unbedingt. So, kommt's ja. Auf unsere wunderschöne Terrasse. Vielen Dank. Super. Das vielen ist Dank. Sehr, sehr nett. Das ist dein Auslieferungsgebiet, das Herz Münchens da. Das Herz von München, genau. Ja, genau. Und wie lange machst du das schon, Max? Das mache ich schon eigentlich mein ganzes Leben lang, mit meinem Opa bereits und meinem Vater. Ah, du beim Opa hast mitgefahren? Das war noch ganz anders, ja. Ja. Das ist mit der heutigen Zeit gar nicht mehr vergleichbar. Wenn ich jetzt logisch denke, hat es der Papa dann übernommen? Mein Vater hat es übernommen, genau, den Betrieb. Und dann du? Und jetzt mit mir in dritter Generation. Das war schon immer mein Wunsch, das Ganze weiterzumachen, auf alle Fälle. Ja. Der Grundstein war immer da und wir haben einen guten Ruf und den werden wir uns auch beibehalten. Oh, ein Wortspiel. Ja. Was sind so die Kernpunkte des Auslieferns? Ja, das Wichtigste ist ein Miteinander mit dem Kunden. Dass ich jeden Kunden mindestens 1 bis 2 Mal im Jahr sehe, vor Ort. Ja. Der persönliche Kontakt, das ist mir sehr wichtig. Ja. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Kunde von dir wäre und mir fällt am Samstag in der Früh ein, da hast du ja Wochenende normal, oder? Normalerweise ja. Mir ist Milch ausgegangen. Das haben wir ab und zu mal im Jahr, tatsächlich, dass das passiert und dann setze ich mich auch mal ins Auto und Vater Max persönlich die Milch. Fahre ich die persönlich hin. Und das ist eben Kundenbetreuung, oder? Ja, genau. Warst du schon mal im Berchtesgadener Land bei uns? Schon öfters, ja. Gutes Verhältnis zur Molkerei. Ja, auf alle Fälle, ja. Ist ja wichtig natürlich, dass da ein Vertrauensverhältnis da ist. Auch Umdraht von der Molkerei zu dir natürlich. Ja, ja. Aber nur so funktioniert es. Also wir haben einen Stammfahrer aus der Molkerei, ja, den Herrn Schauersepp, der beliefert uns seit der ersten Generation mit Milch und ist seitdem unser Stammfahrer, der uns die Waren aus der Molkerei mittlerweile 3-mal die Woche bringt. Wir fahren jetzt zur Tortenfee nach Alling. Da gibt es wieder einen Kaffee. Und der Torten wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. So,
So. Die Tortenfee. Die Tortenfee in Aalen, genau. Wo wir überall hinkommen. Ja, rein spaziert. Hallo. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Servus. Und? Alles klar bei dir? Danke, selber auch. Servus, grüß dich. Servus, Barbara, grüß dich. Hallo Barbara, die Tortenfee. Die Tortenfee, richtig. Die Tortenfee, genau. Ihr seid, habt Geschäfte miteinander zu regeln, gell? Ja, genau. Also. Jetzt pass auf, wir haben eine Kursbestellung reingelegt, also ich brauche 50 Liter Sahne. Jawohl. Dann gibt es da mal 20 Kilo. Hallo. Mhm. Das ist die Buttercreme. Erdbeer, gell? Telefon, nächste Torte. Genau. Hallo. Ah, das sind mehrere. Das sagt sie. Gut, viel Glück. Boah, schaut das gut aus. Brutal. Gut machst du das. Ist das auch ein bisschen süß? Schon wieder? Das gibt's ja nicht. Barbara, ich habe ein bisschen gelauscht. Mhm. Du hast ein Telefonat gehabt, das ist für mich wahnsinnig interessant. Ehrlich? Okay. Jetzt, ja, wie richtig gehört, der Thomas Tuchel, für ihn wurde eine Torte bestellt. Ja, ist richtig. Hallo, wie gibt's das? Ja, ich denke mal, durch das, dass wir halt sehr außergewöhnliche Torten machen und in super Qualität, dann haben sie mich gefragt, ob ich es machen kann. Aus welchem Grund? Ja, der hat 50. Geburtstag. Ah, okay. Und 50 ist der schon? Ja. Wird es auf 48 oder so geschätzt. Wie lange machst du das schon? Jetzt mache ich es 33 Jahre. Oh, 33 Jahre Tortenfee. So war das von Anfang an die Tortenfee? Es war von Anfang an die Tortenfee. Super. Ja. Und du, deine Produkte, da nimmst du Berchtesgadener Land? Wo ich, da bin ich nämlich her aus Berchtesgadener. Ehrlich? Aus dieser? Reicher Hall. Ja, Reicher super. Hall. Ich sag Wahnsinn. Ist gewaltig, oder? Wahnsinn. Ist wirklich gewaltig. Also ich muss sagen, ich habe zwischendurch mal was anderes probiert, gestehe ich, aber nein. Ich bin reumütig wieder zurückgekehrt und der gesagt, Umsatz dermaßen ist eingebrochen total. Nein, ihr habt echt eine Wahnsinnsqualität. Ja, jetzt eins noch, und jetzt habe ich das Zeug natürlich auch. Ja. Ich habe das einfach nicht, dass du meinst, ich glaube, aber das ist die letzte war, die da ist. Ja. It's a Girl, ich bin heute Opa geworden. Nein. Wirklich, ich bin heute Opa geworden. Ich fällt mir eh so schwer an, was anderes zu denken. Ja, gut, dann It's a Girl, Milena heißt es, falls du Milena heißt, ja. Bring ich heute mit ins Krankenhaus. Dann wird sie sich freuen. Du machst da Torten oder das jetzt da. Und da steckt ungeheuer viel Liebe drin. Ja. Und dann wird es aufgegessen. Ja. Ja, hart irgendwie, oder nicht? Nein, das wirst du nicht glauben, aber sowas bleibt wirklich maximal in Erinnerung. Also man denkt so immer, das ist eine Torte, die wird gleich angestellt und dann vergisst sie jeder. Aber ich habe heute noch Leute, die sagen, mein Gott, sie haben vor 20 Jahren mal Torten gemacht und das werden wir nie vergessen. Liegt mir einfach nur im Magen. Das wäre schlecht, das darf jetzt mal nicht sagen, aber nein, also das ist wirklich nein, so, was du sagst, das bleibt für immer in Erinnerung. Also es ist nicht vergänglich, sondern eigentlich eher langlebig, würde ich sagen. Während der Max das gemacht hat, was er am besten kann, hab ich das gemacht, was ich am besten kann. Eine unserer beliebtesten Torten. Mhm. Ah, ja. Hab ich zugeschaut, gell? Hast du zugeschaut, gell? Genau. Mir war es nochmal. Passionsfrucht. Nein. Dann kann ich nur hoffen, dass ich irgendwann mal Bayern-Trainer werde. Das kann ich ja. So, jetzt. Daheim habe ich eigentlich nur noch eine Frage gehabt. Du hast 120 Kunden. Was sind denn das so? Was ist für eine Durchmischung? Wir beliefern nicht nur Konditoreien, sondern Cafés, Biergärten, Gaststätten, viele Schulen, Kindergärten. Okay. Die Eisdiele von nebenan oder die größere Eisdielen. Also wenn einer Milchprodukte oder Frischdienstprodukte braucht, dann ist er bei uns an der richtigen Adresse. Brutal, ich habe bei dir Prospekte entdeckt. Vielleicht sogar ein Land, wo ich. Wie alt sind die bitte? Da hat das Logo noch anders ausgeschaut. Genau, aus meiner Kindheit. Aus deiner Kindheit, die erst aufgekommen. Ja. Sag ja zur Natur, das stimmt halt auch noch, gell? Das stimmt halt auch noch, ja. Wie das ausgeschaut hat, gut natürlich, aber anders, gell? Ja. Bist ein Nostalgiker ein bisschen. Ja, ich finde das schön. Firmengeschichte ist wichtig für jeden Betrieb. Und für die nächste Generation auch mal interessant zu sehen, wie waren das eigentlich damals und wie haben die Produkte ausgeschaut. Schön. Da war alles noch Idylle pur, gell? Ja. Gewaltig. Das ist wirklich sehr, sehr liebevoll. Ich gebe dir das wieder nicht, dass ich das aus Versehen mitnehme. Danke. Ich habe das ziemlich cool gefunden heute bei dir. Bist du ein netter Mensch? Hat dir das schon mal gesagt? Nein. Nicht? Dann sag's ich jetzt. Danke. Und vielleicht kannst du denken, Max, was ich jetzt mache. Das Erste, was ich jetzt mache. Ja. Du fährst jetzt bestimmt ins Krankenhaus. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Wäre jetzt meine Tochter Drucker? Und danach meiner Enkeltochter Milena das erste Bussi geben in meinem Leben.
Da wünsche ich dir viel, viel Spaß. Danke, schön war's bei dir. Wow. Ich bleib der Kur auf der Spur. Nächste Folge Ende September.